Das Licht der Wahrheit. Unser Vollmond im November, der zweite Vollmond, hat eine ganz wichtige Botschaft für euch und ich grüße euch ganz herzlich, freue mich, dass ihr da seid. Wir werden heute die Vollmondenergie nutzen und mit ihr arbeiten, denn die Vollmondenergie ist sehr stark und hat tatsächlich für uns ja eine Energie der Neuausrichtung. Und zwar fängt ja jetzt der Dezember gleich an und es besteht also mit der Wirkung vom Vollmond die Möglichkeit, alles auf Null herabzusetzen, also alles, was jetzt für dich vielleicht gar nicht gut war, wo du gesagt hast, oh je, das ist nichts für mich, setzen wir auf Null herab und wir haben die Möglichkeit, etwas Neues zu beginnen. Wie ihr seht, habe ich als Hintergrund Stonehenge gewählt und diesen riesengroßen, gigantischen Mond. Und zwar erinnert mich das so sehr an mein Wirken damals in Avalon im Steinkreis. Ich habe dort unzählige Rituale vollzogen und sehr viel erlebt. Und mit diesem Hintergrund möchte ich gerne auch so ein bisschen die Avalon-Energie heute mit in meine Botschaft hineinbringen und euch ja einfach auch in die Zeit ein bisschen zurückführen, denn diese Zeit damals war eine hohe magische Zeit, voller Kraft, Allmacht und Magie. Und das alles hat ja jetzt gerade Ende November der Mond für uns. All diese Energien sind in der Mondenergie, im Vollmondenergie zu spüren. Und ich glaube, ihr freut euch genauso wie ich mit diesem Hintergrund. Es ist so fantastisch. Schaut mal, Stonehenge. Und ich war ja so oft in Stonehenge, das glaubt ihr gar nicht. Also jetzt auch in diesem Leben, weil ich ja mal 5 Jahre oder 6 Jahre in England gelebt habe. Und Stonehenge war eine halbe Stunde von mir entfernt. Und dann könnt ihr euch schon vorstellen, wie schnell ich da immer dort war. Ich habe also auch diese Momente erlebt an der Sommersonnenwende, Wintersonnenwende, wenn Stonehenge für die Öffentlichkeit offen war und alle Menschen dort kostenlos rein durften, was ja jetzt, was die ganze Zeit nicht ging übers Jahr, aber dann an diesen 2 Tagen durften also alle kostenlos rein und dann sind die in großen Scharen, die Schamanen, die hatten sich also so angezogen wie früher mit Fellen und mit Hörnern und Posaunen und Trommeln und ein Riesenwagen und so und eine Riesenmenge Menschen, die alle da nach Stonehenge gepilgert sind für den einen Moment, wenn eben Sommersonnenwende oder Wintersonnenwende stattfand. Und ich möchte euch gerne jetzt so ein bisschen in diese Energie mitnehmen und in dieser Energie auch jetzt die Mondenergie nutzen, die jetzt gerade uns das möglich macht, das Neue zu beginnen, eine Vision, ein Ziel, was ihr schon immer mal machen wolltet und gleichzeitig aber auch was Altes einfach wegzulassen, aufzuhören, auf Null, sozusagen auf den Nullpunkt zu bringen, weg, Schluss, aus. Ich konzentriere mich jetzt auf was Neues. All das bringt die Mondenergie uns nahe. Und wir werden nachher im Channeling uns mit dieser Energie verbinden. Wir werden auch nach Avalon reisen und dann dort so vollkommen tief in den Energien sein und dort die aktuelle Energie vom Mond nutzen. Oh, das wird bestimmt ganz, ganz toll. Ich freue mich sehr darüber. Und wie gesagt, von alles, was nicht funktioniert hat, auf Null setzen, Neues beginnen. Also ihr dürft es wagen, ihr dürft es wirklich wagen, etwas Neues zu beginnen, einen Herzenswunsch, ein neues Vorhaben, persönlich, ja. Das ist der eine Aspekt ist also das für jeden persönlich. Der zweite Aspekt ist ja für
die Erde für die Menschen auch genauso wichtig. Also der Mond, der Vollmond ist ja jetzt auch für die ganze Erde sowieso, steht ja im nahen Zusammenhang alles. Und das passt so gut auch in die jetzige Zeit, weil es ist ja irgendwo ein Neubeginn angedacht, gewollt und herbeigeführt. So viele Dinge kommen zusammen und die Vollmondenergie unterstützt das. Also raus aus der Krise. Es dauert zwar noch, wir wissen das, ich hatte ja in einer anderen Sendung davon erzählt, es dauerte noch ein paar Jahre, aber immerhin ist diese Energie da, die gibt uns so einen richtigen Schub. Und je mehr wir mit der Energie arbeiten und je mehr wir diese Energie aufnehmen, umso schneller könnte es ja gehen. Und darum geht mir es jetzt wiederum und deswegen dieses Video für euch. Was auch noch wichtig ist in der Vollmondenergie, das dritte Auge wird dadurch aktiviert. Also wir werden auch da einen schönen Effekt noch mitbekommen. Und das Sakralchakra, da wo unsere Schöpferkraft sitzt, das wird auch durch die Mondenergie, durch das Ritual, was wir jetzt dann gleich machen werden, nochmal angeschoben, nochmal ausgedehnt und aktiviert. Also es ist herrlich, ich finde es richtig, richtig gut, was die Vollmondenergie uns jetzt alles zu bieten hat. Und wenn wir uns dafür öffnen, dann können wir sehr gut davon profitieren. Also überlegt euch schon mal, was für euch persönlich jetzt möglich ist, was ihr gerne schon immer mal machen wolltet und bringt das dann jetzt im Channeling mit ein. Also ich freue mich so sehr, wieder nach Stonehenge gehen zu können, geistig. Und bevor ich damals nach England ging, war ich ja in Deutschland und ich hatte mich, in dem Moment, zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, dass ich nach England gehen werde, da hatte ich mich jeden Tag mit Stonehenge verbunden. Einfach nur, um die Energien aufzunehmen und eben in dem Zeitalter zu sein. Und da hat mich auch Merlin schon gelehrt, also mein Lehrmeister, und geführt. Ein Tipp für euch, das kann ja jeder tun, wenn ihr das möchtet, wenn euch das jetzt diesen Impuls gibt, dann tut es doch auch, verbindet euch mit Stonehenge, reist mit euren Gedanken, meditiert so ein bisschen in die Vergangenheit und lasst einfach die Bilder kommen. Und was dann kommt, das sind eure ganz persönlichen Erlebnisse. Ja, sehr, sehr, sehr spannend und ich freue mich total jetzt gleich auf unser Channeling. Und ich wünsche mir für euch, dass ihr genau das jetzt im Channeling, die Energien bekommt, die ihr braucht, um was Neues zu beginnen oder um genau das zu tun, was ihr schon lange möchtet oder schon lange vorhattet. Okay, jetzt werde ich mich einsprühen mit der 909, mit Merlin, ganz klar. Merlin, wo stehst du? Du stehst hier. Merlin, ja, ganz wichtig. So, Merlin, schön. Guck, da ist der Merlin. Und die Fülle, damit alles nochmal verstärkt wird. So, wow. Also, wenn das jetzt nicht genug Energie ist, dann weiß ich auch nicht. Aber es fängt schon an, es fängt schon an. Und ich wünsche euch allen ganz viel Freude jetzt. Und ich bedanke mich sehr, dass ich jetzt dieses Channeling geben darf. Und ich bedanke mich bei der geistigen Welt und vor allen Dingen beim Mond, bei der Mondenergie, dass dies jetzt heute in dem Moment jetzt geschehen darf. Ich bitte um die Energie des Schutzes für uns alle, die wir jetzt dem Channeling und der Botschaft lauschen werden. Und ich bitte um kraftvolle, reine, göttliche Energien, welche durch mich fließen dürfen und zu euch gelangen dürfen. Und ich bedanke mich schon jetzt im Voraus
für alles, was geschehen wird. Ich öffne meinen Kanal und ich rufe die Vollmondenergie . Sie legt sich wie eine große blaue Kraft um dich, um dein Energiefeld herum. Es ist die Energie des Vollmondes und sie gibt dir die Kraft, mit mir eine kleine Reise zu machen, eine Reise zu einem Mondritual nach Avalon. Und wenn du einverstanden bist, dann sage mit deiner inneren Stimme ein Ja. Und schon werden dich die Engel der Zeit nach Avalon bringen und genau in die Mitte von Stonehenge, in den heiligen Steinkreis hineinbringen. Dort angekommen, spürst du bereits die Energie und du spürst, dass die Steine sprechen und fühlen und hören können. Du spürst, dass dieser Platz lebt. Du siehst und fühlst einige deiner Lichtschwestern und Lichtbrüder bei dir, die du damals schon gekannt hattest. Und so lade ich euch alle ein, an dieser großen Mondzeremonie teilzunehmen. Verbinde dich nun mit dem Mond. Verbinde dich mit dem Vollmond, mit der Energie der großen Göttin. Sie erscheint sogleich in ihren wallenden, seidenähnlichen Gewändern und manifestiert sich in der Mitte des Kreises, den du gebildet hast, mit den Lichtgeschwistern. Du hörst Trommeln und du hörst den Gesang. Du hörst die Druiden, wie sie in der magischen Sprache das Ritual beginnen. Du lässt dich tragen. Du lässt dich in Trance fallen und du singst die Töne der Druiden mit. Die Mondgöttin, sie hat etwas mitgebracht und zwar streut sie dir den silbernen Mondstaub über dein Haupt und in diesem Moment öffnet sich ein Feld für dich, welches dir genau zeigt, was jetzt dein Weg ist. Es öffnet sich ein Feld, welches dir Kraft gibt, etwas Neues zu beginnen. Es öffnet sich ein Feld, in welchem du vielleicht jetzt, gerade jetzt in diesem Moment, den Mut hast, etwas Neues zu beginnen. Etwas, was du schon lange in dir trägst, aber was jetzt erst in diesem Moment greifbar für dich wird. Und so lasse jetzt die Bilder dafür entstehen, sei es für dich persönlich oder für die Erde,
alles ist richtig und gut. Oder vielleicht beides zusammen. Der Mond gibt dir die Kraft, das zu manifestieren, wozu du jetzt erst bereit bist. Denn du musstest durch einige schwierige Dinge hindurchgehen, um jetzt zu fühlen, dass der Weg für dich frei ist. Und so spüre, wie stark die Mondenergie jetzt gerade für dich wirkt und lasse dich von ihr tragen. Währenddessen du jetzt dein neues Ziel visualisierst, wird dein drittes Auge aktiviert. Es geschieht mit der Kraft und Macht von Merlin und mit der Liebe des Vollmondes. Spüre dein drittes Auge und spüre gleichzeitig, wie in deinem Sakralchakra deine Schöpferkraft energetisiert wird, wie deine Schöpferkraft mit der Kraft des Vollmondes sich ausdehnt und jetzt mit deinem dritten Auge verbindet. Es ist die Schöpferkraft, welche dein drittes Auge so weit öffnet, wie es jetzt möglich ist. Und die Mondgöttin, sie streut noch ein wenig von dem silbernen Mondstaub auf dein Haupt, um zu verstärken, was gerade geschieht. Es ist ein magischer Moment für dich. Und du bist ganz in deinem Element. Du hörst immer noch die Druiden singen und du hörst die Trommeln. Dein Herz wird ganz groß und du erkennst die neue Erde, wie sie entsteht. Eine Erde voller Fülle, voller Frieden, voller zufriedener Menschen. Mit einer wunderbaren Atmosphäre der Natur. Alles ist im Gleichgewicht. Alles ist glücklich. Die Mondenergie lässt dich deine Visionen verstärken. Das Ritual wird immer stärker. Du bist vollkommen in Trance, vollkommen verbunden mit der höchsten Liebe von allem, was ist, vollkommen in deiner Mitte und dir ganz genau bewusst, was jetzt geschieht. Denn du kreierst die neue Erde, du kreierst alles Schöne und Gute, verbunden mit der göttlichen Liebe von allem, was ist. Es ist ein so schönes Bild. Es ist so voller Freude und Frieden und Glückseligkeit. Nehme all diese Energien mit, nimm sie mit. Sie sind für dich heute hier durch den Vollmond entstanden. Und nun blickt dich die Mondgöttin an. Sie blickt in deine Augen und sie nickt dir zu. Du hast alles gut gemacht. Alles ist zum allerhöchsten Wohle aller geschehen. Und so darfst du
dich langsam wieder von Stonehenge verabschieden, von diesem wundervollen Ritual. Und du siehst auch, wie deine Gefährten jetzt auch langsam sich entfernen und jeder von euch trägt den blauen Schimmer des Vollmondes von Avalon in seiner Aura. Es ist ein Grund zur Freude, völlig gestärkt und neu ausgerichtet kommst du wieder in deinem Zuhause an und in deinem Herzen weißt du ganz genau, was du alles wahrgenommen hast und du fühlst, dass dich die Mondenergie begleitet und so bedanken wir uns alle bei den Energien, bei den wundervollen Energien, die für uns heute geflossen sind und kommen vollkommen wieder im Hier und Jetzt an. Ich will noch gar nicht ankommen. Ich möchte eigentlich noch länger im Steinkreis bleiben. Das ist immer so schön. Und wenn ich jetzt nochmal zurückblicke, dann ist um jeden Stein so eine hellblaue Aura hat sich gebildet. Oh, so schön durch unser Ritual jetzt. Dadurch, dass du dabei warst, denn jeder einzelne von euch hat ja dazu beigetragen, dass das so schön ist. Also jeder Stein schimmert so ein bisschen blau auch noch. Oh, ist das schön. So die Silhouette außen herum. Oh, ist das schön. So herrlich. Ja, der Vollmond. So eine schöne Botschaft. Und er gibt uns ganz viel Kraft. Er gibt uns so viel Kraft und ich bin überglücklich, dass ihr das alles mitbekommt. Und ich natürlich auch. Ja. Dann sage ich einfach, Smarana, alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Ein Küsschen. Wir sehen uns wieder. Tschüss.